Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Let's Play War Thunder mit Implied. Und heute haben wir den Tiger H1. Das ist ja so ein Live-Match geworden, weil ich den Tiger abends zusammen mit dem People-Hater gespielt habe. Deswegen ja, kann ich euch nicht wirklich im Gefecht viel zu dem Panzer erzählen, wie ich das sonst ganz gerne mache, wenn ich alleine fahre. Deswegen eben ein Live-Gameplay, aber ich denke, es ist schon ganz interessant geworden. Es sind wieder zwei Matches hintereinander, wobei das erste Match mehr so durchwachsen gewesen ist. Da hatte ich ja ein paar Treffer kassiert und unheimlich lange Reparaturzeiten. Das muss buggy sein, anders kann ich mir das nicht erklären. Trotz alledem war das Gefecht ja ganz interessant. Vor allen Dingen konnte man da, glaube ich, auch ganz gut sehen, was so ein Tiger alles einstecken kann, wenn er richtig steht. Und das zweite Gefecht, da ging es dann mehr ans Eingemachte. Da haben wir ordentlich aufgeräumt, uns gegenseitig gedeckt und unterstützt. Und zum Schluss bin ich da mit einem wirklich in meinen Augen sehr, sehr guten Ergebnis rausgegangen. Vor allen Dingen, was die Silver Lines am Ende angegangen ist. Ich glaube, so viel verdiene ich nur ganz, ganz selten in einem Gefecht. Und da habe ich mir gedacht, das zeige ich euch dann auch nochmal. Vor allem, weil es auch sehr, sehr spannend gewesen ist. Wir sehen uns nach dem Video wieder. Hast du South Park den Film angeguckt? Nee, oder? Nee. Da bekommt Cartman so ein Teil implantiert, dass jedes Mal, wenn er ein Schimpfwort sagt, kriegt er einen Elektroschock, um sich abzugewöhnen. Ja, das wäre praktisch. Ich war nicht mehr viel mit Panther fahren. Haben wir den drin? 6-0 sehe ich. Ich glaube 6-0. Was ist IS-2? 6-0, wenn es die normale IS-2 ja, ist. Dann ja, dann sind wir am 6-0. Wobei ich mir da auch immer wieder die Frage stelle, IS-2 und IS-2 1944, die eine 6-0, die andere 6-7. Beide die gleiche fette Monsterkanone drin. Ja. Muss man nicht verstehen, ne? Bei der normale IS-2 kommt man aber durch den Turm noch einigermaßen durch, gell? Wenn ich das richtig im Kopf hab. Also von der Seite kommst du bei alle. Durch den Turm durch. Aber ich meine, vorne kommt man noch durch, oder? Ja, es liegt immer halt an dem Kaliber, mit dem du schießt, ne? Ich knack mit die immer, wenn ich die frontal habe, vorne links, rechts in der Ecke Wanne. Okay. Da so leicht angeschrägt ist, da hat die ihre weiche Stelle. Mal besser drauf achten. Jetzt quasi wie ich einfach durch die Richtschützenoptik oder durchs Turm-MG zerstören. Oder ach, wenn es seitlich erwischt, dann würde ich dir empfehlen, mit Hartkammunition auf den hinteren Turm zu schießen, weil dort ist die Bereitschaftsmunition drin und dann fliegt das Ding definitiv auf. Ja, kommt man meistens halt nicht dazu. Und Richtschützenoptik ist halt immer so eine Sache, ob man die trifft. Also ich schieße fast bei jedem Panzer da drauf. Das ist wahrscheinlich auch ein Problem, warum ich also schlecht bin. Natürlich geschützt. Nicht über People. Die an der Ecke links von A, davon, wenn man von außen hinfährt. Aber gerade nicht raus, weil
Er wartet auf mich. Umdrehkranz. Schon wieder One-Shot. Er schießt mir auf den Turm, das prallt am Turm ab und geht genau unterm Turm weg in den Drehkranz. Du bist auf A, oder? Also. Nee, nee, nee. Kämpf um A. Ich hab wieder vergessen, mich umzuschauen. Sekunden Reparaturzeit. Haben die ein Loch im Kopf hier bei Gaijin? Nach dem ersten Treffer? Aber ich brauch Komm und helf. Der erste Hit, den ich abkriege und 223 Sekunden Reparaturzeit. Echt? Bei einer voll ausgeskillten Crew? Ey, sag mal. Ein Match dauert nur 10 Minuten maximal. Die haben nur ein Loch im Kopf. Wenn's doch Artillerie, dann wird's noch länger. Gleich da. Na super. Danke, Bibel. Ganze Zufahrt blockiert. Hit. Noch 12 Sekunden laut meiner Anzeige. Ja, perfekt. So ein Anruf von den Eltern kann aufwendig sein und zeitraubend. Danke, Bibel. Kein Problem. Ich glaube, deiner Lüge stand eben ein M, glaube ich, oder irgendwas. Wenn ich das gerade richtig gesehen habe, ist der geknackt worden. Ah, perfekt. Habe ich auch das, habe ich nur das Gefühl, oder ist es jetzt mittlerweile auch so, dass du wesentlich mehr Bomber im Spiel hast? Vor allem in den Arkadischlacht. Er fand das früher nie so penetrant, aber mittlerweile bomben die ja nur noch. Ja. Naja, man kann eine Luftschlacht starten, wenn die letzte noch so gerade so eben beendet ist. Also kann schon alle 40 Sekunden oder so ein neuer Bomber auftauchen. Aber ich fand, nee, ich meinte das so, früher habe ich war es noch nicht so stark, habe ich zumindest das Gefühl. Als jetzt, also mittlerweile kommen sie nur noch. Also ich muss sagen, ich werde im Panzer fast nie gekillt von Bombern. Das ist vielleicht einmal in 20 Schlachten oder so. Ich weiß gar nicht, warum die alle so unwirksam sind mit ihren Bombern. Ich wäre jetzt hier permanent gekillt, gerade wieder eine Du gehabt, die einfach mal auf den Punkt geflogen ist und da standen drei Panzer von uns, und mit den 3000 Kilo Bomben, da brauchst du ja nicht großartig zielen, da wirst du einfach ab und kill. Ja, aber an solchen Stellen stehe ich nicht. Ja, ich wollte ja den Punkt einnehmen, das hätten wir ja nur verloren.
Ja gut, braucht man ja nicht zu dritt. Ja, wir standen noch nicht alle auf einem Punkt, aber die 3000 Kilobomben haben halt so gestreut, dass es gereicht hat. Das sind 4 1000er bei einer Dosis von 17 sogar. Ja, der hat 3 abgeworfen, so wie für uns. Hat sich auch zerlegt, Geixen. Aber ich muss sagen, ich habe im Durchschnitt schon vielleicht 1-2 Panzerkills pro Bombe für die Kritiker. Also 2 ist eigentlich ein ganz passables Ergebnis bei den meisten Bomben. Ich war ja die meiste Zeit 3,7 und da kriegt man die manchmal die Wellington, mit der man nur was killen kann, wenn keine gegnerischen Jäger da sind. Leo. Was steht da ums Eck, Martin? Nix, aber da vorne steht ein Tiger, muss vorsichtig sein. Wo rechts kommt ein G. Eierpanzer 4. Ah, ich werd blockiert. Das glaube ich ja gar nicht. Meine Munition vom Panther bounced vorne an dem G. Wollen die mich verkackeiern oder was? Und dann zerschießt der mir die Turmblende. Das ist diese kleine Schräge, die der Panzer 4 da hat. Da bounced fast alles dran. Da muss man aufpassen, dass man nicht die kleine Stelle. Ey, People, jetzt guckst du es mal an. Ich habe einen Hit bekommen und habe schon wieder 120 Sekunden Reparaturzeit. Da ist doch was buggy. Das war doch sonst die gestern, der vorgestern ist so nicht so. Eignet. Du brauchst ja, du darfst dich ja nicht mehr treffen lassen bei diesen Reparaturzeiten. Das geht ja gar nicht. Ja. Bist du jetzt am Unterstützen? Ja, ja. Der Timer läuft deswegen nicht eine Sekunde schneller. Aber ist gleich fertig nach meiner Anzeige. Oh, da war ein Flugzeug. Ich sitze in der Flak, merke ich gerade. Zu meiner Anzeige sind es jetzt noch 77 Sekunden. Jetzt ist er fertig. Jetzt das fertig. Ist ein Anzeigefehler. Ja. Oh, Bomben, Gas geben. Toll, da bleibe ich hier an so einem englischen Teebeutel hängen. Da kommt ein Lancaster-Bomber auf A zugeflogen. Ja. Was ist das? Es reicht schon wieder. Für heute Abend habe ich schon wieder Kaffee auf. Eine AT-Anzeige, nichts, gar nichts. Und auf einmal steht ein Panzer in Schwarz-Weiß da und dann wird dir angezeigt, dass du Flak aufs Dach gekriegt hast. Bums. Das hatte ich letztens schon mal. Ach, das hatte ich schon mal öfters, ne? Da ist dann wieder irgendetwas, wo dir dann zu spät angezeigt wird. Aber es nervt. Ich fahre doch nicht in eine Artillerie rein, wenn ich weiß, dass da Artillerie hingelegt worden ist. Also. Und ich fahre jetzt heute auch nicht mein erstes Gefecht hier in diesem Spiel. Oh, meine gar nicht, ey. Tochter schreit, ich bin gleich wieder da. Alles klar. Ach, was für helle Genies. Da fliegt das. Und meistens kommen von denen dann solche Argumente. Die meisten Argumente kommen von den Leuten, die überhaupt gar keinen Computer spielen. Die überhaupt gar kein Verständnis dafür haben. Das ist doch dumm.
Wenn ich überlege, früher habe ich im Monat 1000 Euro rausgeworfen für fortgehend trinken Party. Weil ich sehe es ja an meinem Kollegen, ne? Ja, der ist permanent fort oder der geht dafür ins Fitnessstudio. Ne? Ich meine, das mache ich auch, aber er hat halt einfach seine anderen Interessen, aber laufen geht er genauso. Und rauchen tut er auch. Also, wo dann immer dir das anhören von wegen, ja, hier, du gibst so viel Geld dafür aus und ich habe insgesamt jetzt 10 Jahre World of Warcraft auf dem Buckel und ich habe das letztes Mal ausgerechnet, das Spiel hat mich weit über 2000 Euro gekostet insgesamt. In den 10 Jahren sind das dann 200 Euro pro Jahr gewesen. Also auf einen Monat runtergerechnet circa 20 Euro. So, dafür habe ich aber jedes Wochenende geradet und Spaß gehabt und was weiß ich nicht alles. Für 20 Euro jedes Wochenende volle Kanne Spaß. Wenn ich rausgegangen wäre in eine Disco, wäre ich mit 20 Euro nicht jedes Wochenende hingekommen. Oder whatever man so machen kann am Wochenende, kostet alles mehr als 20 Euro heutzutage. Allerdings recht. Da bist du mit Warfunder schon relativ günstig, wenn man mal sagt, schon ein Jahr jetzt, wo es beschränkt war, jetzt für 50 bis 60 Euro für ein Premium-Account ein Jahr. Da bist du noch gut weggekommen eigentlich. Ja. OKV2. Und das sind dann ja auch noch diese Sachen, dass du hier sogar hier bei War Thunder aber wirklich regelmäßig alles Mögliche dann auch noch extrem billig erwerben kannst, ne? Piepe, so habe ich das aber nicht beigebracht, wie du da mit dem Tiger stehst. Bitte? Ich sag, das habe ich dir aber nicht so beigebracht, wie du da mit dem Tiger stehst. Weißt, weißt du, wie ich es machen würde, wenn ich... Ja, aber ist niemand in der Nähe gerade. Voraus ist ein Tiger zum Nur der KV... Der kommt aber noch nicht ums Eck. Nee. Und hier vorne auf der Kuppe steht ein Panther, den siehst du nur gerade nicht, weil er hinter der Kuppe steht. Und da oben ist ein KV2. Da ist stehen zwei KV2. Tija, links. Bleib ein Stück vor. Der hätte dich verspachtelt, wenn du da nicht runtergefahren wärst. Ja. Ich komme sofort zu dir. Oh, ich habe nur 13 Sekunden. Und dann ist gut. Hast du nicht den Idioten-Account so wie ich? Ey, bei mir ist schon nur der Geschützverschluss. Och. Was ist das 76W M4A2? Wie heißt der? Hä, warum habe ich jetzt auf einmal 35 Sekunden? Die haben mich nochmal gehittet. Ah, habe ich nicht gehört. Deck dich. Jetzt kann's weitergehen. Ja, mal, das gibt's doch nicht. Jetzt brauchst du, glaube ich, nicht mehr helfen. Ich habe 90 Sekunden. Auf jeden Fall Bäume umgefallen. Ein Tiger. Tiger töten Tiger, das ist auch nicht richtig. Ja, komisch. Das haben wir auch ein bisschen anders gemacht, ne? Dem Durchbruch, glaube ich. Wie es sich nennt. Du hast jetzt drei solche Punkte, die du nacheinander einnehmen musst. Drei? Das waren drei solche Punkte, die sind mit so einer Kette verbunden. Als erstes musst du Punkt 1 einnehmen, dann Punkt 2, dann Punkt 3. Dasselbe gilt für den Gegner. War das nicht früher 2?
2, 2, 2. Warum treffe ich nicht? Ja, früher waren es 2, genau. Ja, bei mir ist Fadenkreuz grün und ich krieg nicht mal eine Trefferanzeige. Das Fliegen ist wieder schön, jetzt 3 Abschüsse und bin noch nicht einmal gestorben. Wenigstens eine Ruhe, nicht so wie mit dem Panzer fahren. Ich glaube, ich steige nachher noch in Russenpanzer. Also auf dem Battle Rating können ruhig da weiterfahren. So. Möchtest du wieder ein Erfolgserlebnis haben? Ja, ich brauche wieder irgendeinen Trollpanzer. Ich glaube, ich nehme wieder die SU-100Y oder sowas. Ich bin ja schon mal gespannt, wenn wirklich mal die historisch korrekten Visiere reinkommen. Was spielt denn von euch eigentlich auch in der Luft? What? Wer spielt denn von euch in der Luft? Also auch Flugzeuge. Ich. Früher gemacht, jetzt nicht mehr. Hast du schon letztes Mal gebombt? Damals habe ich gebombt, jetzt mal. Nee, ich meine jetzt, das ist nämlich mittlerweile richtig. Schissen gemacht. Jedes Flugzeug streuen die Bomben jetzt anders. Das ist richtig mega scheiße. Hier haben es aber nicht verändert, dass das zum Beispiel auch so ein Fail, der mich extrem ankotzt. Kaijin hat seit 153 verdammt viel beschissen gemacht. Weil du hast das Visier wie sonst immer, da hast du eigentlich das so gemacht, dass du genau das Schaltenkreuz gehalten hast und dort hat die Bombe meistens getroffen, meistens. Mittlerweile ist es so, du musst elendig weit vor der Basis, wenn jetzt Basisbomben sind, elendig weit davor bomben. Das ist bei von Bomber zu Bomber unterschiedlich. Ich spiele zum Beispiel gerade die PE-8. Also, übelste Sorte, aus 5 Kilometer eine Basis zu treffen ist coolste Kunst. Wenn du dann noch Wolken hast, kannst du das recht vergessen. Wieder auf der Ecke. Also irgendwas ist mit den Ecken von den Panzern hier im Moment faul. Die treffen dich genau auf der Ecke und genau da gehen die Geschosse immer durch wie Butter. Das ist nicht normal. Ich denke, die haben generell irgendein Problem mit den Panzerungen. Soll ich mit dem Ostwind campen gehen? Im Moment nicht, da steht nämlich ein T-Shirt um die Ecke. Ich habe da Arti hingelegt. Halt dich zurück. Ja. Und hinter dem Stuhl KV-2. Ja, steht auch noch was Böses. Jetzt kannst du campen gehen.
reparieren. Ein eigener Mann wieder reingeflogen, ey. Wenn sich die Gegner nicht runterholen, dann schafft ein eigener. Da steht ein T-34 hinterm Berg. Bei dem komme ich eigentlich im Ostwind je nachdem sogar durch. Oh, er kommt. Ah, scheiße, Geschützverschluss. Rausgeholt, perfekt. Alle drei. Bei KV2 und jetzt kann ich gerade cappen. Perfekt. Hat ein Glück, dass ich den Bomber gekriegt habe. Hätte sich da ein anderer reingesetzt, wäre es wieder in die Hose gegangen. Ja, hier die ganze Zeit schon mit den Bombern unterwegs und haben nichts gerissen. Artillerie und das im Ostwind ist. Warum lebe ich im Ostwind am längsten? Irgendwas ist doch da. Weil du den vorsichtiger fährst. Versteht mir. Das war doch mal was. Da mache ich ein Video von. Alter, fast 66.000 Silverlines. Echt? Ja. Voll cool. So, da sind wir wieder. Mir hat es richtig Spaß gemacht. Ich fahre den kleinen Tiger eigentlich sehr, 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 sehr gerne, muss ich echt sagen. Ist einer meiner Lieblingspanzer. Ich komme nur leider Gottes nicht sehr oft dazu. Wobei ich dann eher seinen Bruder fahre, den Tiger E, obwohl der ein Battle Rating von 6.0 hat. Ich weiß auch nicht warum. Mit dem Tiger E kriege ich einfach mehr hin als wie mit dem Tiger H1. Erklären kann ich es nicht. Es ist einfach so. Sollte euch das Video gefallen haben, würde ich mich natürlich über ein Like freuen. Und wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann würde ich mich natürlich auch über ein Abo freuen.
Wir sehen uns im nächsten Video wieder und wenn wir Glück haben, auch mal zusammen in einem Team auf dem Schlachtfeld. Bis dahin, tschüss, alles Gute, euer Implied.